Aber im Allgemeinen, wenn man hört, zum Beispiel derjenige, der fastet den Tag von Arafah, ja, er bekommt Sünden gelöscht von 2 Jahren, von dem vorherigen Jahr und von dem kommenden Jahr. Wenn man hört, dass man den Tag fastet von Ashura, derjenige, der diesen Tag fastet, er bekommt die Sünden vergeben von einem Jahr. Ja. Das meint, damit werden die kleinen Sünden gelöscht. Es gibt trotzdem die Aussage von manchen Gelehrten, ja, dass damit auch sogar die großen Sünden gelöscht werden. Ja. Aber Wallahu a'lam, vielleicht ist das stärkere, ja, vielleicht ist die stärkere Meinung, dass damit die kleinen Sünden allesamt gelöscht werden.